Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Durchatmen. Gehen Sie es langsam an. Ich habe 600 Jahre langsam angehen lassen. Ryder, Sarah, Aufklärungsexpertin, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihr nicht erstmal einen Kaffee holen? Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Sarah Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Und damit herzlich willkommen hier zu Mass Effect Andromeda, mein neuestes Let's Play hier auf dem Alpha Chief Kanal. Und ich bin einfach so froh. Das Ding hat eigentlich meinen kleinen Vote wirklich gewonnen. Da es ja ein Let's Play ist, das wahrscheinlich verdammt lange laufen wird, weil es ja halt ein Rollenspiel ist, weiß ich nicht, ob ich auch das bis zum Ende durchziehe. Da hoffe ich ganz stark auf eure Unterstützung, dass ihr mir wirklich den Mut, die Motivation, so rum heißt das, die Motivation weiterhin gibt, dass ich das Ding wirklich bis zum Erbrechen letzten Endes durchziehe. Und ja,
Wer jetzt genau wissen möchte, warum ich einen weiblichen Charakter habe und, der kann ja mal am Ende des Videos schauen. Da gibt es eine kleine Verlinkung zur Charaktereinstellung. Da habe ich mich aber ein bisschen vertüdelt. Das heißt, da wird auch einen kleinen Cut geben. Ziemlich extrem bescheiden, wenn ich das so sagen darf. Aber ist ja nicht schlimm. Passiert mir halt mal zu gerne. Und hey, ich mache das ja nicht professionell. Ich mache es ja nur aus Hobby. So, hier sind wir bei Mass Effect. Gucken wir erstmal, was so gibt's. Wahl des Tons. Die Wahl des Tons hilft, Riders Persönlichkeit zu definieren. Emotional, logisch, zwangslos oder professionell. So, dann gucken wir mal einfach, was ist das? Das ist zwangslos und das ist professionell. Machen wir mal hier einen auf professionell. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Sarah. Fühlen Sie sich gut? Also so. Ja. Ja. Mein Implantat? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sicher gehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Nett. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen. Theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Ich bin eigentlich voller Tatendrang. Ich kann loslegen. Bestätige, ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Tja, ich brauche einfach nur meinen Kaffee. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihren Bruder aufgeweckt haben. Es hilft immer ein Vertrautes. Das klingt gar nicht gut. Ach, ich find's ganz normal. Das nenne ich mal Glück. Vorsicht, was ist hier los? Halten Sie sich einfach fest. Gut, falls jetzt jemand die Untertitel weghaben möchte oder beibehalten möchte, schreibt das auf meinen Kommi, weil ich werde es für die nächste Folge wegtun. Ich bin so gut wie drin, halten Sie durch! Okay. Cora hier, ich bin auf der Kryostation, ich setze das System zurück. Geht allen gut? Ich denke schon. Was ist passiert? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten. Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir. Wir haben hier ein Problem. Bei Scott Ryder. Wieso ahnte ich das schon? So, dass der Bruder sterben wird oder sowas. So, erstmal gucken wir uns ein bisschen um. Hier liegt ja schon was. So. Achso, muss ich gedrückt halten? Okay, Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Oh, okay. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Priorität, alles klar. Also, wir haben Priorität, dass wir gut aufstehen. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf dem Feld auf Klärung vor. Falls jetzt jemand fragt, wieso ich so behindert lese, es liegt nur daran, ich muss echt seitlich zum Fernseher gucken wegen der Mikro. Ich muss das Problem noch lösen. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen am Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Vielleicht sollte ich mir einfach mal einen zweiten Monitor für den PC kaufen und dann vielleicht da alles abspielen lassen. Das wäre natürlich mega offen geil. Aber das Geld habe ich nicht. So, dann machen wir das eben. Ich hatte aber irgendwie noch jemand rumfliegen sehen, wie es da aussah. Moment. So, was ist mit dir? Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung.
Moin. Ja, da dachte ich, könnte ich was mitnehmen. Nur das nicht. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ja, der Kaffee. Der Kaffee. Ein bisschen schnell hier rum hier. So, was mit dir? Du hast so zugewunken. Digga. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Ja. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Ich habe irgendwie damit gerechnet. Das ist die Geschichte bestimmt jetzt, ne? Bevor ich die Story durchgehe. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Hey, danke. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. So. Aktueller Missionsstatus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexpertin ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Okidoki. Und die anderen? Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Oh, cool. Und unser Ziel? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ja, nett. Okay, und was ist jetzt mit dieser Andromeda-Pathfinder-Geschichte? Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentraler Anlaufstelle. Der Nexus. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Ist mir auch schon klar. Nachrichten der Gründerin. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Die wir? Okay. Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Guck mal, ob da irgendwie Shepard da erwähnt wird. Das ist ja mega. Alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Ich soll dir schreiben. Ja, nee, ist klar. Okay, und was sind jetzt diese Pathfinder? Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Mann, bin ich aber ein geile Olle in dem Punkt. Okay, ich guck jetzt erstmal, was hier ist. Was geht mein Bro? Sarah, geht es meinem Bruder gut? Scott ist okay. Seine Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Scotts Implantat wurde unterbrochen, aber sein Puls, seine Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir ihn noch eine Weile im Koma und lassen seinen Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Er kommt wieder in Ordnung. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Cool. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Oh ja. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Ich renne schon. So. Sind Sie bereit? Was ist los? Was ist hier los? Wow. Okidoki. Kann ich irgendwas hier machen? Hey, hier oben.
Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Wie mache ich das? Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Sie hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Ihr habt einen Scanner? Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Okay. Du kümmerst dich hierum. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Element funktioniert einwandfrei. Alles klar. Irgendwo muss der Defekt doch sein. Ah, hier. Stopp. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Suchen Sie weiter. Willst du mich jetzt hier... Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Mhm. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Inwiefern? Muss ich jetzt mal gucken. Hier oben? Ja, kann ich probieren. Bin vielleicht aber nicht so gut. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Wer ist in dem Grün bereit? Ja, perfekt. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kurve. Wer ist der Held? Wer ist der Held? Ja, super. Ja, und gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Gerne. Also, ja, ich darf die Tür öffnen. Klar, lass mir die Drecksarbeit. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ja, warum soll es auch ruhig gehen, ne? Was haben wir denn hier? Eigenes Tracking Logs. Einfach nur, was so alles passiert ist in der kurzen Zeit. Ja, gucke ich mir vielleicht mal in Ruhe an. Dankeschön für nix. So. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Zur Brücke, alles klar. Ich brücke uns mal rüber. Ha, ab geht's. Also der Anfang ist erstmal ganz ruhig, finde ich aber auch chillig. Wird bestimmt erst im Nachhinein noch interessanter. Jetzt bin ich aus dem Mikro jetzt hier angestoßen. Nee, das gibt's nicht. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Böse? Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Also ich bin eigentlich eher für festen Boden. Mein Vater hat nicht ganz Unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Wait. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Also, eins muss ich sagen, ich habe jetzt Mass Effect 3 noch nicht zu Ende gezockt. Daher weiß ich jetzt nicht, was am Ende passiert ist und ich bitte auch drum, da nicht zu spoilern, aber bitte auch drum, nicht einen auszulachen. Ich habe die ganze Zeit Mass Effect 3 gedaddelt, so ist das jetzt nicht so ein bisschen privat, aber ich bin ja so einer, der, wenn ich dann so privat zocke, dann schaue ich, dass ich so viele Nebenmissionen mache. Hier weiß ich nicht, wie es ablaufen wird. Weil ich gehe mal davon aus, dass das sehr viele Parts werden. Okay, jetzt gucken wir nur, was jetzt, ja. Ich meine, ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt nicht so ganz ein emotionaler Drecksack. Ich werde jetzt mal auf den Logischen gehen und sagen, das sieht bescheiden aus. Sie hat recht, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage.
In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Ja, würde ich auch sagen. Er kommt ganz nach mir. Ja, machen wir mal so. Er ist nicht gerade ein Diplomat. Soziale Kompetenz war nie seine Stärke. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Eieiei. Neue Erde? Alte Erde? Futscherde? Scott wird's hassen, dass er das verpasst. Klingt gut. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Ich bin eine Minute älter als er. Lass ich ihn nie vergessen. Keine Sorge. Ich bin mir sicher, er kommt durch. Ja, und dann wird er Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser... Okay. Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Okay. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, dass wir fürs Erste... Ja, oder dass es mal fürs Erste reicht, der erste Part. Wem es gefallen hat, würde ich mich gerne um ein Däumchen nach oben freuen. Und wie gesagt, nach dem Video gibt es ja, oder gleich die letzten 20 Sekunden, gibt es auf jeden Fall einen Link zur Charaktererstellung. Und, ja, in Part 2 bereiten wir uns dann ein bisschen vor und gucken, ob wir auf Erde 2 leben können. Also, Kommentar wäre nett, Däumchen wäre nett und ein Abo, falls der eine oder andere neu ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Mass Effect Andromeda Part 2 mit eurem Alpha Chief.